Yo, moin moin Leute, der Eskas wieder da mit einer mal wieder seit langer, langer Zeit YouTube-exklusiven Rank-Folge auf Waters Gate sind wir heute unterwegs. Spielen den guten McCower, haben eine Ashe neben uns, ein Grog Level 176 als Support, der auch noch Grog als Namen hat. Eine Tyra und ein Androxus bei den Gegnern, Inera Khan als Frontliner, Victor als Damage, Lian als Damage und eine Xeris als Support Run, wir spielen Leviathan mit dem Titel Graystack und gönnen uns natürlich Corderize. Was anderes steht hier nicht wirklich zur Debatte. Und dann schauen wir nochmal ganz schnell über die Loadouts. Burn Monster, Tyra finde ich jetzt nicht so geil. Fist Andy finde ich auch nicht so geil. Bei den Gegnern Cardio, Victor, okay. Wir sind also noch im alten Patch, also noch nur 250 HP und nicht 400 HP die Sekunde. Vortex Grip, Eminence, Mother of Grace und Mortal Reach, also abgesehen vom Victor. Alles nachvollziehbare Talente. Bei uns kann man nur eine Battering Ram Ash. Kann man machen, da es keine Treacherous Ground Inera ist. Und ein Totemic Ward Grog. Dafür Bulldozer auf der Inera. Mal gucken, auf jeden Fall geht es jetzt auch schon los. Gucken wir jetzt mal, was sie hier machen und reißen können. Da es keine Flanks gibt, keine Flanks bei den Gegnern gibt, müssen wir mal gucken, ob wir hier aggressiver reinflanken vielleicht. Na, und da kommen schon die Gegner. Oh, wow. Er muss schon abhauen, glaube ich. Oder auch nicht. Oh. Sehr schön übers Schild geschossen. Da ist der Victor, der irgendwie ziemlich broken aussieht. Keine Ahnung, was da mit dem Dulli los ist. Ein sehr defensives Totem hier. Ich bin auf jeden Fall ganz gut Healing wieder. Stehen hier im Totem auch ganz entspannt. Nehmen hier die Xeris leider nicht direkt mit aus dem Game. Ah, ein Schuss noch. Die ist noch unsichtbar. Die Xeris, die war noch unsichtbar. Der Hook ging leider daneben. Ziemlich belastend. Machen wir das Schild hier wieder für die Mates auf, dass hier Damage gefahren werden kann. Das sieht doch ganz gut aus. Leider CC-immun gerade. Also kein Hook. Oh, schade. Naja, never mind. Er hat die Map-Mechanik noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Der Victor. Ich glaube, das war sogar der First Pick auf deren Seite, der Victor. Ganz spannende Geschichte hier. Oh, schönes Totem. Wow. Das sieht sehr nach Bot Victor aus. Geht hier rein. Wir machen natürlich hier weiter unser Schild. Lassen wir schön offen. Hook ist wieder ready. Kriegen wir leider nicht die Lian gehuckt. Belastend, belastend. Aber da kommt auch sehr wenig Gegenwehr gerade. Oh, da ist doch eine Lian. Na, jo, mach du mal. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Denkste, oh, jetzt macht die natürlich gerade ihr Schild auf. Oh, ich kann noch ein bisschen Damage drauf machen. Oh, kriegen wir den Andy hier ins Schild rein? Er könnte auf jeden Fall in unser Schild gehen, wenn er will. Der Grog ist, glaube ich, noch down. Wenn er aber irgendwann gleich kommt. Ja, schön. Der Hauptdamage ist schon mal weg. Da kommt wieder eine Tyra Ult. Machen wir mal das Schild auf für die Mates. Da kommt die nächste Ult. Interessant. Da ist mal wieder ein Victor umgefallen. Auch interessant. Die müsste sich eigentlich unsichtbar machen. Das heißt, gerade mal ganz kurz keinen Heal. Jo, zum Payload, das ist dankbar. Und successful. Leider fällt der Grog noch um. Schade. Belastend. Aber ist okay. Können wir hier das einmal mitnehmen, das einmal mitnehmen. Nehmen wir alles mal ein bisschen mit. Core 2, Rejo 1. Dann geht es auch schon direkt zum nächsten Pointfight. Ja, Runde 2. Unser Andy hier mit Death Tense 2 unterwegs, motivierter Typ, dafür bei der beim Victor noch gar keine Karten. Ja, wie gesagt, ich glaube, er ist ein Bot oder AFK oder war AFK und ist jetzt ein Bot. Ich glaube, dass eigentlich Spieler nicht so oft da reinfallen. Oh, da geht das.
nee, nee, du bleibst jetzt mal schön hier, Madame. Ja, schön. Trotz eine Menge Damage Reduction. Kriegen wir da. Nein, du lässt ja auch unsere Ash in Ruhe. Bin ich sehr dankbar von dir. Ah, schön am Chasen hier, dass die auch alle schön abmounten. Dass die Inera, Schminera, kommt die hier rein? Jo, kommt sie. Oh, aufpassen, dass sie jetzt hier nicht einsperrt. Alternativ, Ult wäre ready. Dann geht's direkt aufs Totem. Ah, komm mal her, Madame. Genau, sperr dich selber aus. Das ist clever. So machen wir das. Oh. Na, da ist definitiv jetzt Cooldown drauf für den Healer auf dem Shadow Travel. Versuchen wir natürlich guten Damage zu setzen. Die Mates können hier schon ganz gut pushen. Das sieht doch aber lecker aus. Was ist denn die Nera? Egal, Khan geht mal gerade vor. Schön, die ist auch direkt weg. Der ist auch weg. Weg, 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 weg. Schlapp die Bude. Da, komm, schieß die an. Aber das war's auch schon wieder. Huh, wow, wow, wow. So schnell kann es mal wieder gehen. Alter Schwede, sind wir da durchgeflext. Und ich als Makoa, das muss natürlich erstmal gehen. Und der Shadow Wolf 17 hier mit dem Top-Play. Der Battle-Hardened Andy. Vielleicht der Double-Kill direkt am Anfang der ersten Runde. Nein, sieht nicht direkt nach Anfang der ersten Runde aus. Da war der Vortex-Script. Wird auch gar nicht gefokust. Okay. Death awaits you all. Achso, das war der Hook von mir gerade. Da hat er sich einen Triple Kill gesnackt. Sehr lecker Schmecker. Ja, schnelles Röhnchen, erfolgreiches Röhnchen. TP, vielleicht so 13, 14, wäre dankbar. 16 TP. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, nochmal Diamonds zu erreichen hier in der Season. Wie lange geht's denn noch? Das wissen wir alles nicht. 73 TP haben wir. 4 Tage noch, mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch was gerissen. Gehen nochmal kurz hier auf die Stats, ob da irgendwas Spannendes dabei war. 50k, ja, nur die Tyra mit mehr Damage. 55.000 Lian, bester bei den Gegnern. Und nö, keine Lust auf ein Team-Invite, ehrlich gesagt, Mate. 3 von uns mit 0 Toten. Beide Frontliner plus die Tyra. Das ist stabil, kann man so machen. Und ja, das ist mal wieder ein kleiner Schritt Richtung Diamond zurück. Kleine YouTube-exklusive Folge nochmal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge rein. Was auch immer es wird. Stream-Highlight oder Stream-Ausschnitt oder hier wie sowas wieder. Lasst es mich auf jeden Fall gerne in die Kommentare wissen, was ihr am liebsten sehen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Nesk ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.